die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Hallo meine Lieben, jetzt mache ich mal ein, jetzt spreche ich mal über ein Land, in dem ich auch lebe und wo auch meine Zuschauer sind, Deutschland. Ich weiß nicht, ob auch in Österreich Zuschauer sind. Ich habe noch nicht so viele Abonnenten, aber mit eurer Hilfe könnte ich es hinkriegen. Es gibt Berlin, es gibt Essen, es gibt Nürnberg, es gibt Bochum, es gibt Essen, es gibt NRW, es gibt Lützig Hafen oder wie das heißt, ist alles in Deutschland. Es gibt auch schöne Orte hier in Deutschland. Ihr werdet noch ein paar Bilder sehen, ganz am Anfang vor dem Video habt ihr ja schon ein paar Bilder aus Deutschland gesehen, die ich aus dem Internet raussuche. Und es gibt auch Musik, die Deutschland ganz hoch sind, so wie mein Vaterland, Hitler ist ein Ehrenmann und so. Ich will nicht sagen, dass Hitler ein Ehrenmann ist, nein, will ich nicht sagen. Es gibt aber Musik, ich höre selber solche Musik wie Ostfront, Deutsche Front, Nordwind und so. Ich höre selber so eine Musik und finde eigentlich, dass das ein sehr gutes Thema ist, um euch einfach auch zu teilen. Ich will einfach euch mit dem Video zeigen, dass es im Moment, wir haben jetzt 2023 und sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr. Die letzten zwei Jahre, wo Corona war, war schon sehr schwer. So, wir haben jetzt 2023 und vor ein paar Jahren war Corona ganz intensiv bei uns in Deutschland. Wir haben es jetzt mittlerweile schon so weit im Griff bekommen, dass es nicht mehr so schlimm ist. Aber die Lebensmittel, ey, die Lebensmittel, ne, da wollen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Die sind einfach so unheimlich teuer, ne. Welchem Land ich einfach nur 3-4 Sachen hole, 20 Euro lasse. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll mit uns. Ne, wir müssen wirklich schon in Lotto gewinnen, dass wir auch wirklich gewinnen und auch sagen, jo, das machen wir jetzt. So ist das jetzt. Na, und selber die Politiker, wir haben mehrere Politiker, die haben auch keine Ahnung vom Job oder so. Mobbing ist auch in Deutschland ganz extrem, wie in Österreich. Da ist ja der Tastenstall zu Danner, ist zu weit zu kriegen. Ganz weit drin tut das nicht, aber wie ein bisschen dem, was er bei seiner Message, was er macht, laut sein, ist super. Und den Rest, ja, ich weiß es nicht, ne? Das Thema Deutschland, da nicht noch einen zweiten Teil drüber drehen, ne? Definitiv steht noch einen zweiten Teil drüber drehen, wenn ihr wollt. Ja, Ausländer, ja, will ich jetzt nicht kleinreden, aber die Ausländer, die sich hier in dem Vaterland oder in Deutschland nicht benehmen, die Amokläufer machen, die fährt, weil sie dumm machen oder so, die einfach mal raus, Wetsches. Sowas brauchen wir nicht. Natürlich gibt es auch Deutsche darunter, die Amokläufer machen, fährt, weil sie dumm machen und so. Aber auch die sollen Wetsches. Ja, so. Ich will das auch da nicht mehr groß weiter klimatisieren. Ich wünsche euch auf dem Pferd mal einen schönen Tag noch. Und wir haben heute den 4. April 2023, wo ich dieses Video aufnehme.
und wünsche euch trotzdem noch viel Erfolg und auch viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, ob es heute online kommt, am 4. oder am 5. online kommt. Morgen habe ich auch einen Zahnarzt, da weiß ich nicht, ob ich das so alles hinkriege mit dem Hochladen, mit dem Dreh. Und so, ich versuche jeden Tag so ein Video schon hochzuladen für euch. Aber das kann ich sagen, ansonsten macht das Plus, abonniert mich, Daumen nach oben nehmen, Kommentar schreiben und wünsche euch schönen Abend noch. Haut rein!